Hallo liebe Didgeridoo-Freunde, dieses Video widme ich einem Herrn namens Chris Truss. Ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber er schrieb mir jetzt mehrmals unter einigen meiner Videos so tolle Kommentare, voller Weisheit, und einer dieser Kommentare enthielt einen Ratschlag, der voll ins Schwarze traf und mir so geholfen hat, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Ja, lieber Chris, du hast ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie beschädigt werde, meine Energie, mein Drive durch Neinsager, durch Hater. Sei unbesorgt, dass belastet mich eigentlich jetzt gar nicht mehr. Und deine Worte haben mir in einem ganz speziellen Fall geholfen. Ich hatte nie ein Problem mit Leuten, die einfach anderer Meinung sind und das kundtun. Und das gehört ja mit zur Sache und zum Leben. Wenn aber, wie in diesem einen Fall, ein, nennen wir ihn Hater, über eine rote Linie geht, die einfach nicht überschritten werden sollte von vernunftsbegabten Menschen und Gentlemen. Das hat mich schon schwer gebeutelt. Bestimmt wird er sich freuen, das zu hören, dass er mir mehr als eine schlaflose Nacht und unruhige Nächte gemacht hat. Was war passiert? Offenbar ist da jemand, der nicht einverstanden war mit dem, was ich über Rhythmen sagte und wie man traditionelle oder körperbetonte Rhythmen spielt. Und dann fing er an, mich mit enormen Gemeinheiten und persönlichen Beleidigungen zu überschütten. Als Kommentar unter Videos. Ich habe die natürlich alle gelöscht und das wäre auch überhaupt kein Problem. Mein Gott, dann ist halt jemand anderer Meinung, was sonst. Und was ich sagte über moderne Spieler, hat ihm natürlich auch nicht gefallen. Ja. Was er dann aber machte, wo für mich die rote Linie war, ist auf fast allen meiner Videos, wo man meine Tochter sieht, klebt er auch seinen verdammten Daumen runter drauf. Und was kann man jemandem Schlimmeres tun als schwerste Beleidigung, als ein Fuck you unter all den Videos, die einem Menschen so am Herzen liegen? Natürlich muss man damit rechnen, wenn man seine Tochter auf YouTube als Film stellt, dass es auch Leuten nicht gefällt. Aber darum ging es diesem Herrn ja nicht. Meine Tochter macht da ja nichts, was irgendwie nicht zu mögen ist. Sie ist ein Engel, sie ist pures Gold, sie kann durch so etwas überhaupt nicht in irgendeiner Weise befleckt werden. Aber der Mann wollte mich treffen, mich persönlich, genau da, wo es am meisten weh tut. Nämlich, wo tut es einem Mann am meisten weh, wenn er gerade eine Tochter bekommen hat, die Tochter zu versuchen zu beschmutzen. Und das hat mich so geärgert, so aufgeregt, dass ich kaum atmen konnte. Und es gibt Leute, nein, es gibt, ich würde sagen, es gibt Länder auf dieser Welt, wo dieser Mann schon längst getötet worden wäre dafür. Und ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich kenne ihn nicht mal persönlich, aber wenn es der ist, wo ich glaube, dann wüsste ich sogar, wie ich ihn finden kann. Und darüber habe ich richtig schwer nachgedacht. Und deine Worte, Chris, also ohne zu wissen, dass das mich so berühren würde, schriebst, die Hater, die haben ihr Dreaming, du hast dein Dreaming, ihr Problem ist nicht dein Problem. Das hat mir so gut getan, das ging mir voll in die Seele und dann konnte ich anfangen, mich zu beruhigen und das einfach als sein Problem sehen, nicht mehr als meins. Jo,
Und du hast dann auch so nett über dein Leben geschrieben, das hat mich alles sehr berührt. Du hast diesen Unfall gehabt, wo du offenbar deine Wirbelsäule so schwer verletzt hast, dass du nicht mehr so, wie du es möchtest, ditchen kannst. Das berührt mich auch sehr und daher mein Dankeschön und mein tief empfundenes, meine Empathie für diese Situation, dass du eben nicht mehr so ditchen kannst, wie du willst, obwohl du das früher offenbar sehr gerne und sehr viel getan hast. Also mein Song für dich kommt ganz von Herzen. Vielen Dank für deine Hilfe. Thanks again. Till next time.